So, zur Übung 203 vielleicht nochmal ein Hinweis, du hast schon mal angefangen. Ich zeichne jetzt hier über die Objektfänge hier noch diese Mittellinie dazu, die die beiden Mittelpunkte verbindet. Dazu schalte ich mir hier den Objektfang entsprechend ein. Ich brauche hier einmal Mittelpunkt und einmal Lot. Das schalte ich schon mal hier ein. Wo ist es? Lotrecht. Dann gehe ich auf Linie und fange hier den Mittelpunkt ein und hier den Mittelpunkt. Jetzt Leertaste abbrechen, wechsle jetzt den Leer, nee, da den Leer, gehe auf R2, zeichne jetzt hier eine Linie von diesem Mittelpunkt und lotrecht hier drauf. Leertaste, Leertaste, Linie von diesem Mittelpunkt, lotrecht hier drauf. Leertaste, dann den Leer wechseln. Ach nee, da brauchen wir noch eine Mittellinie, also nochmal Leertaste und hier eine Linie nach hier. Dann Leertaste und Leer wechseln, R3. Dann wieder Leertaste. Ruf was den letzten Befehl wieder auf, der war Linie. Jetzt wieder eine Linie von diesem Mittelpunkt zu lotrecht auf die Wand, auf die Seite. Dann wieder Leertaste, nochmal Leertaste von diesem Mittelpunkt lotrecht nach hier unten. Jetzt wieder Leertaste und nochmal Leertaste. Dann die beiden Mittelpunkte verbinden und dann wieder Leertaste, das Ganze beenden, dann den R4er, wieder Leertaste, Befehl wieder aufrufen, den letzten, das war die Linie, und hier eine Linie ziehen, jeweils vom Mittelpunkt lotrecht auf diese Seiten des größeren Rechtecks, dann nochmal die Mittelpunkte hier verbinden, der beiden Linien, und das letzte Zeichnung wäre dann das R5er, wieder Leertaste, ruft den letzten Befehl auf, beziehungsweise bricht ab. Und mit F7 können wir das Raster nochmal ausschalten und so sieht es jetzt aus. Man hat es vielleicht auch gemerkt, dass man am Ende mit dem Raster gar nicht mehr hinkam. Ja, also am Anfang konnte man mit dem Raster machen, danach war das Raster dann zu grob. Da hätte man theoretisch, wenn man ohne Objektfang das hätte machen wollen, da hätte man das Raster kleiner stellen müssen. Ja, und deswegen sehen Sie auch in dem Beispiel, dass man normalerweise mit dem Raster nicht alles klären kann. Ja, also irgendwann ist der Objektfang einfach praktischer, praktikabler als die Arbeit mit dem Raster.